Hallo, meine zweibeinigen Lebewesen. Wir hatten in den letzten Wochen den ein oder anderen Erfolg, aufruftechnisch, aktivitätstechnisch. Leider musste ich doch immer wieder feststellen, dass diese aktivitären Meilensteine mit den Uploads, den täglichen, regelmäßigen Uploads korrelieren, die ich ja manchmal tätige. Manchmal aber auch tatsächlich nicht. Und das finde ich immer noch sehr, sehr verwerflich, weil ich ja sehr, sehr viele Videos habe. Und da dachte ich mir, ihr braucht vielleicht nochmal so ein kleines Tutorial, ja, weil ich das Gefühl habe, was heißt das Gefühl habe, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Menschen, also Menschen in Anführungsstrichen, viele Kreaturen von euch, ja, haben das, glaube ich, noch nicht so ganz gecheckt, wie das geht, ne? Also, das hier ist mein Kanal, ja, und man kann jetzt hier auf die Videos klicken, so, und da sehen, das ist das, ich habe so das Gefühl, das ist das, was die Leute einfach sehen, und ich habe so das Gefühl, dass viele von euch vielleicht sich nicht bewusst sind, dass man hier auch tatsächlich scrollen kann, ja? Oder vielleicht gab es auch Leute, die so ein bisschen gescrollt haben und sich dann so dachten, ja, okay, aber guck mal, wie unübersichtlich, und soll ich jetzt hier ewig scrollen? Und ja, das kann doch jetzt nicht die Lösung sein. Für die Menschen habe ich was, ja. Das ist wirklich eine ganz, ganz geile Erfindung, ja. Wirklich. Das ist so, so gut. Pass auf, pass auf. Es gibt, ich weiß, das ist neu für euch, aber pass auf. Es gibt Playlisten. Ja, guck mal. Wow, krass, ne? Habt ihr nicht gewusst? Habt ihr nicht gewusst? Keine Sorge, keine Sorge. Ich helfe euch da. Man kann hier tatsächlich dann raufklicken und dann, guck mal, guck da sieht man ja die ganzen Videos geordnet. Und wisst ihr was? Guck mal hier. Pass auf. Es geht sogar nach unten. Man kann sogar runterscrollen. Oh, geil, oder? Guck mal. Da sieht man nicht nur Leute, Playlisten von einer Woche, sondern guck mal, Alter, guck mal hier, lass mal, guck mal, wie, oh, krass, Alter, wie tief das nach unten geht, ne? Wir nehmen mal hier, ich mach mal einen neuen Tab auf hier, wobei ihr seht jetzt, ja, gut, egal, ich habe jetzt einen neuen Tab aufgemacht, so, hier, pass auf, das, oh, krass, oder? Das ist von 2016, Alter, ja? Diese Angst, dass meine Videos islamische Briefbomben sind, die innerhalb von einer Woche explodieren, es ist nicht wahr. Guck mal, man kann Videos von vor 6 Jahren, kann man sich angucken, Alter. Guck mal hier. Komm, wollen wir mal raufklicken? Wollen wir, guck mal hier. Ich mach mal, ja, nicht. Ja, das ist sonst irritierend, wenn ich meine Stimme jetzt sehen laufen lasse. Guck mal. Oh, geil, oder? Guck mal, was hier steht. Guck mal, was hier steht, Alter. 8.10. 2016, Alter. Holy shit, ey. Krass, oder? So krass, ey. So krass. Lass mal weiter gucken hier. Alter, krass, oder? Guck mal hier. Guck mal, wie gehen wir jetzt hier auf Tekken, Alter. Tekken. Von wann ist das? Von wann ist das? Oh. Das halte ich für eine Lüge. Ja, klar, weil das war ja ein Let's Play von meinem alten Kanal, genau, deswegen ist eigentlich von 2012 tatsächlich. Ne, guck mal hier, Alter. Oh, krass, Alter, guck mal. Hier steht 2015, ist auch schon viel, aber eigentlich ist es von 2012. Ne, das ist jetzt hier schon die 2012-Abteil. Guck mal, Alter. Oh, geil, Alter. Ey, krass, oder? Krasser Shit, Mann. Ist krass. Krass, ey. So, und hier, ne, 2012. 13, 14, 15, 16, 17, 18 rum. Das sind ja hier auch nochmal 18, 19, 20. Alter, wie krass ist das, Alter? Das kann man sich alles angucken, ne? Alter, ja, ohne Spaß. Guck mal hier. Das sind nicht nur die 1, 2, 3, 4, 5, 6 letzten Playlisten. Ja, wirklich, das kann man sich alles gönnen. Kann man sich alles gönnen, ja? Also habt verfickte Scheiße endlich mal ein bisschen mehr Respekt von meiner Videoanzahl, okay? Missgeburten. Kann wirklich, es kann doch nicht wahr sein.
Es kann doch nicht wahr sein, dass ihr immer noch so respektlos seid, ja? Ich sehe das. Ich habe das ja in einem Mario-Video, glaube ich, war das bei Waluigi, da hatte ich mal drüber geredet, ja? Wir hatten wirklich Momente und da bin ich euch auch sehr dankbar für. Da hab ich zwei Videos hochgeladen und bumm, zack, habe ich vier Aufrufe drauf gekriegt. Ja, ob sich das jetzt intensiv angeschaut wurde, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte natürlich. Ich kann das schätzen, ja. Aber, ne, wenn man sich die Statistiken anschaut und so weiter, es gab Einzelfälle, die möchte ich hier nicht unterschlagen, aber der Großteil schaut sich die Videos über die Startseite an, schaut sich die neuen Videos an, schaut sich anscheinend auch keine Let's Plays durchgängig an. Da wurde einfach mal bei Judgment, wird einfach mal ein paar 20 geklickt. Ist mir doch scheißegal, ob ich gespoilert werde. Ich gucke nur ganz kurz rein und ne, Klicks hin oder her, man weiß dann natürlich auch nicht, wie die Wiedergabezeit und so weiter war. Aber Leute, verfickte Scheiße. Ich habe hier 5.300 Videos rund. Es kann doch nicht sein, ey. Ja, ich verstehe das. Neuer Content, geil. Lecky, lecky, schlecky, schlecky, 350 und so weiter. Und ja, natürlich kann man sich hinstellen und sagen, naja, also die Videos von 2012, 13, die haben jetzt einen anderen Kommentarstil, aber ich krieg ja noch nicht mal auf die Sachen, die vor einem Jahr oder so, wo mein Kommentarstil natürlich jetzt nicht so großartig anders war. Guck mal, hier, wo sind die Dreams, Klicks, die Streets of Rage, Dino Crisis, fucking, hier, Chaos Break, ich nenne euch mal die Sachen, die ihr garantiert nicht kennt, ja. Da gab es auch Leute in der Vergangenheit, die gesagt haben, das, was ich nicht kenne, das schaue ich nicht an, aber wie willst du es denn kennenlernen, du dummer Mutterficker, ja? Ich gebe euch mal nochmal hier ein paar verfickte Empfehlungen, ja? Also, Dreams. Ich sag nicht, dass die Spiele immer gut sind, aber ihr kennt sie. Ihr werdet 98,99% werden das nicht kennen. Dreams. Fucking. Gut, die Mario Hex, ja. Chaos Break. Metro, naja. Wohl, geht schon in Richtung, dass man das wahrscheinlich kennt. Sonic Wings. Parasite Eve. Disruptor, gut. Sind jetzt nicht viele Videos da. Haunting Ground. Galarians. 1 und 2, bitte den ersten vor dem zweiten schauen, ganz wichtig, weil die zusammenhängen. Hard Edge, Glover, Hell Knight, Echo Knight, Animorphs, Roscoe, ja, Medieval, Genji, Jinx, Parodius, Fahrenheit. Ja, um jetzt mal nur so die großen Diamanten zu nennen, sage ich mal, aber natürlich gibt es hier auch noch Leute, wirklich, es ist so Wahnsinn, wie ihr das schafft, ja, wie ihr das schafft, mich immer wieder auf tagtäglicher Basis maßlos zu enttäuschen. Und ihr wisst, ihr solltet es wissen, dass es auf meinem Kanal nicht nur einfach um das dumme Daddeln geht, sondern es geht auch darum, den Kreaturen zur Menschlichkeit wieder zu verhelfen. Und es kann nicht sein, dass ihr einfach immer nur auf das neueste Video wartet und einfach alles andere ignoriert, okay? Reißt euch mal ein bisschen zusammen, zeigt mal ein bisschen Respekt, ein bisschen Menschlichkeit oder ja, deabonniert mich halt. Jedes Deabo ist für mich eine Bestätigung dafür, dass ich den Menschlichkeitstest. Mein Kanal ist ein tagtäglicher 24/7 Menschlichkeitstest. Jedes Deabo ist ein Beweis dafür, dass ihr es einfach nicht könnt. Ihr könnt es einfach nicht. Ist einfach ein Fakt, ja. Müsst ihr natürlich für euch entscheiden dann, was ihr tut. Meinen ja nur das wirklich phänomenal. Bin maßlos enttäuscht, aber das ist jetzt nichts Neues. Es ist ein tagtäglicher Zustand. Ich stehe auf und bin einfach enttäuscht von der Welt. Aber noch mehr bin ich natürlich von Leuten enttäuscht, denen ich versuchen möchte zu helfen, die wissen, dass ich existiere. Die sollten es eigentlich besser wissen. Die sollten das eigentlich alles mehr schätzen können, aber dem ist leider nicht so.